Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem ziemlich schweren, denn es geht heute um Pokémon Gold nur mit einem Yanma und das ist ein ziemlich grausames Pokémon. Ich würde sogar sagen, es ist eines der schlechtesten der gesamten zweiten Generation. Zunächst mal wirkt Yanma eigentlich ganz in Ordnung. Es ist ein Käferflug-Pokémon und hat deswegen einige blöde Schwächen gegen beispielsweise Gestein, das ist sogar eine Mal-4-Schwäche, aber auch gegen Feuer, Elektro, Eis und Flug. Und es bietet leider kaum Resistenzen, es resistiert nämlich nur Käfer, Pflanze, Kampf und es hat eine Bodenimmunität aufgrund des Flugtyps. Und deswegen ist das Typing schon mal nicht so optimal, das könnte man aber verkraften, weil die Basiswertsumme ist bei 390 und das Pokémon hier kann mit einem Initiativwert von 95 praktisch alles outspeeden, was ihm in den Weg kommt. Und das ist für einen Challenge-Run schon mal ziemlich viel wert, zumal auch der Bulk nicht komplett grausam ist für ein Challenge-Pokémon und der physische Angriff ist auch vollkommen okay. Was ist also hier das große Problem? Naja, leider ist das Moveset. Denn Yanma kann weder eine Käferattacke noch eine Flugattacke lernen. Wirklich keine einzige im gesamten Run. Die einzige Flugattacke, die Yanma in der zweiten Generation lernen kann, ist Flügelschlag. Und das geht nur in Pokémon Kristall. In Gold und Silber bekomme ich überhaupt gar nichts. Und auf der Käferseite kann ich nicht mal Zornklinge oder auch nur Fadenschuss erlernen. Ich bekomme nichts. Ich weiß nicht, was sich Game Freak bei diesem Pokémon-Design gedacht hat, aber in der zweiten Generation war Yanma praktisch absolut unspielbar. Und ich werde heute trotzdem probieren, das gesamte Spiel damit durchzuspielen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das sind meine Regeln, die ich immer anwende für meine One-Pokémon-Runs. Wenn ihr meine Runs schon mal gesehen haben solltet, dann werdet ihr euch diese Regeln hier wahrscheinlich auch schon mal durchgelesen haben, aber für neue Zuschauer blende ich sie trotzdem nochmal ein. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Run. Ich kann aber schon mal definitiv festhalten, es gibt praktisch keinen Bosskampf, den Yanma einfach so speedrunnen kann. Weil der Movepool von Yanma ist absolut lächerlich und die einzige Coverage, die ich im gesamten Run kriegen kann, sind einige Pflanzenangriffe, die ich aber erst unfassbar spät bekommen werde. Und auch da habe ich natürlich keinen Step drauf. Und natürlich starten wir heute mal wieder mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier meinem Rivalen einen Vollriegel zu geben, damit er später ein sehr starkes Tonupto haben wird, was mich sehr effektiv angreifen kann, mit beispielsweise Flammenrad. Und glaubt mir, Freunde, das wird einiges an Schaden machen. Und ich kann das Ding halt bestenfalls neutral angreifen im gesamten Run, weil Coverage bietet Yanma schon mal überhaupt nicht. Und das könnte durchaus zu einem großen Problem werden. Und ja, mein Pokémon habe ich dieses Mal Gustav genannt nach einem Zuschauer und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt es sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten Kampf gegen meinen Rivalen und der hat jetzt natürlich einen Vollriegel auf Level 5, was noch keine unfassbar große Bedrohung ist, weil Gott sei Dank hat es hier noch kein Glut, dann könnte ich das Ding auf gar keinen Fall besiegen. So kann ich hier mit Tackle natürlich halbwegs guten Schaden machen und dadurch, dass die Basiswertsumme von Yanma jetzt nicht unfassbar grausam ist, komme ich hier ziemlich gut klar. Da hat Vollriegel ehrlich gesagt überhaupt gar keine Chance, weil natürlich der Rivale auch stellenweise komplett missplayen wird. Also dieser erste Fight hier, der ist noch simpel, aber glaubt mir Freunde, die einfache Zeit bei diesem Run, die hört sehr sehr schnell auf. Und das quasi schon bei den ersten paar Pflichttrainern. Und was das bedeutet, das werde ich jetzt gleich ein bisschen erläutern. Aber zumindest habe ich das Vollriegel hier ohne große Probleme besiegen können über Tackle. Wo es dann aber bereits absurd wurde, war natürlich in der Flugarena von Falk. Denn direkt der erste Trainer hat hier ein sehr starkes Habitak mit Schnabel. Und ich bin hier angekommen auf Level 6 und wurde komplett zerstört. Ich bin nicht nur 3 Level drunter gewesen, ich konnte auch überhaupt gar nichts tanken und wurde sehr effektiv angegriffen. Was zur Hölle soll ich da machen? Um also diesen Kampf hier letztendlich gewinnen zu können, musste ich auf Level 10 grinden und dann immer noch hoffen auf Crits. Es hat nicht ausgereicht, einfach Tackle zu spammen, dafür war Yanma nach wie vor zu schwach. Und Schnabel hat mich natürlich immer noch sehr effektiv getroffen, für unfassbar großen Damage. Ich hatte also immer noch riesige Probleme und ich wusste, Falk wird kein leichter Kampf werden. Denn Falk hat jetzt logischerweise 2 Pokémon und er hat einen Taubsi und einen Tauboga. Also bereits ein weiterentwickeltes Flug-Pokémon, was mich mit Step angreifen kann. Das ist überhaupt nicht fair, nachdem ich bereits von Taubsi vorgeschwächt wurde, aber ich musste es probieren. Das Gute ist bei diesem Kampf hier, ich kann zumindest nicht getroffen werden durch Lehmschelle, weil das ist ja eigentlich die Signature-Attacke von Falk und damit könnte er meine Genauigkeit senken. Dadurch, dass es aber eine Bodenattacke ist, kann die Yanma nicht treffen und das macht den Kampf hier wesentlich leichter. Trotzdem werde ich natürlich von Taubsi hier extrem vorgeschwächt und wenn dann irgendwann Tauboga reinkommt, dann ist einfach Ende. Ich könnte hier sogar critten mit Tackle, ich mache einfach keinen Schaden. Ich kann gegen Tauboga auf diesem Level hier nichts ausrichten und mit Flugattacken kann mich das Ding komplett zerstören. Ich wusste also, ich muss noch ein bisschen hochgehen.
Um also tatsächlich gegen Falk gewinnen zu können, musste ich auf Level 15 gehen und dann war der Sieg hier immer noch nicht gewiss. Ich meine, bei meinem finalen Versuch hier habe ich einen Crit bekommen gegen Tauboga, der mir sehr viel Schaden erspart hat, und dann konnte ich siegen. Hätte ich den Crit allerdings nicht bekommen, wäre ich definitiv im tiefen roten Bereich gelandet, wenn nicht sogar noch gestorben, selbst auf Level 15. Wo andere vollentwickelte Pokémon aus der zweiten Gen vielleicht sogar Pazifismus schaffen, muss Yanma bereits beim ersten Orden mehrfach hochgrinden, um auch nur ansatzweise eine Chance zu besitzen. Dieser Run hier wird nicht so simpel werden, weil das hier war ja die leichteste Arena. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, ich wurde auch sehr effektiv angegriffen. Wo es aber dann komplett lächerlich wurde, war beim Pflichthiker beim Einheitstunnel. Weil dieser Trainer hier drei Kleinsteins und Yanma kann leider keine Lehmschelle erlernen. Und das bedeutet, ich musste diese unterlevelten Kleinsteins hier allesamt besiegen mit Tackle und Rückzug-Keep. Und das ist nicht unbedingt ein so tolles Matchup. Klar, diese Kleinsteins hier können mir nicht so viel Schaden machen, weil die sehr, sehr krass unterlevelt sind, vor allem halt die Schwäche den Kleinsteins. Aber trotzdem wird sich der Schaden irgendwann summieren und ich mache hier einfach keinen Schaden. Und ich konnte mich hier schon mal so ein bisschen darauf einstellen, wie es später sein wird, gegen Pokémon anzutreten, die einfach Normalattacken resistieren. Und das Bitterste an diesem ganzen Kampf hier ist, dass direkt danach einfach in derselben Höhle noch die TM für Sternschauer platziert ist. Eine Attacke, die wesentlich stärker wäre als Rückzug-Keep, aber ich komme vor diesem Trainer hier einfach nicht da dran. Ich musste also mit den unfassbar schwachen Normalattacken hier antreten und ja, ich konnte siegen, es hat aber eine ziemlich lange Zeit gedauert und es war erstaunlich knapp, obwohl ich hier bereits bei der ersten Arena mehrfach hochgelevelt war. Das ist schon ein echtes Armutszeugnis, aber mit einer dermaßen schlechten Coverage kann halt wirklich ein Käfer-Pokémon nichts tun gegen Kleinsteins. Ich meine, was soll man da großartig machen? Ich kann hier wirklich von Glück reden, dass sie hier noch kein Finale hatten oder irgendwelche Gesteinsangriffe. Doch ihr wisst es natürlich alle, Freunde, selbst bei den schwersten Challenge-Runs der zweiten Generation ist Team Rocket absolut geschenkt. Ich werde auch heute mal wieder nur auf relevante Kämpfe gegen die eingehen und davon gibt es leider nicht allzu viele. Ich weiß nicht, was sich Game Freak hier gedacht hat, aber ja, Freunde, auch mit nur einem Yanma konnte ich Team Rocket mal wieder komplett zerstören. Wo es aber dann natürlich wieder deutlich bedenklicher wurde, war bei der Käfer-Arena von Kai. Weil ja, Freunde, ich kann Käferattacken resistieren und damit auch die Zornklinge von Kais Sichlor, aber trotzdem wird sich der Schaden krass summieren auf Dauer und die Zornklinge wird hier immer und immer stärker werden. Und selbst wenn ich den Orden erfolgreich mitnehme, kann ich danach selber nicht mal Zornklinge anwenden. Das ist keine angenehme Kombination, weil nach dieser Arena hier kommt ja auch noch der Rivale in derselben Stadt. Was man diesem Orden hier zugutehalten kann, ist, dass nur ein Pokémon wirklich gefährlich ist. Safcon und Kukuna sind natürlich komplett geschenkt und die können eigentlich relativ wenig machen. Kukuna könnte mich vielleicht hinten raus noch vergiften, aber dadurch, dass Kai hier Sichlor als zweites einwechseln wird, ist das relativ egal. Wenn ich also Sichlor schaffen sollte, ist der Kampf hier eigentlich entschieden und Safcon wird mich kaum vorbelasten. Dieses Sichlor aber tatsächlich erfolgreich zu killen, nur mit einem Yanma, ist halt leider nicht so einfach. Weil auch wenn ich die Zornklinge wie gesagt resistieren kann, wird sich der Schaden irgendwann trotzdem summieren und immer größer werden. Und natürlich kann das Sichlor auch Quick Attack einsetzen, um mich neutral anzugreifen. Und dagegen konnte man Yanma bei den meisten Versuchen ehrlich gesagt nur relativ wenig tun. Ausnahmsweise war es aber mal nicht notwendig, hier Level hochzugehen, um den Orden mitzunehmen. Es kann nämlich stellenweise passieren, dass man gegen Kai hier sehr, sehr gutes RNG hat, weil Kai kann hier stellenweise einfach missplayen. Ich weiß nicht, warum die KI hier so ist, aber manchmal macht die Zornklinge und bricht dann nach einem Mal die Chain ab, um Quick Attack einzustreuen. Und dann sinkt der Schaden von der Zornklinge wieder auf das Minimum und wenn Sichlor das dann wieder macht, ist es wieder unfassbar schwach. Und das kann mir dermaßen viel Zeit erkaufen, wenn ich gutes RNG habe, dass ich den gesamten Kill gegen Sichlor hinbekomme, ohne weiter hoch zu grinden. Bisschen absurd, aber okay, über Sternschauer kann ich auch tatsächlich halbwegs guten Schaden machen. Man darf aber natürlich nicht so ganz vergessen, dass halt nach dem Sichlor auch noch Kukuna kommt und das hat wie gesagt Giftstachel, was mich theoretisch vergiften kann, was hier sogar passiert ist. Ich konnte aber dann am Ende trotz der Vergiftung noch gewinnen und habe den zweiten Orden mitnehmen können. Was aber nur ein kleiner Erfolg ist, weil wie gesagt, Freunde, jetzt kommt auch noch in derselben Stadt der Rivale und die Zornklinge, die ich durch Kai bekomme, kann ich meinem Yanma nicht mal beibringen. Es ist absolut lächerlich, aber damit muss ich leider leben, mein Yanma wird keine allzu guten Moves bei diesem Run erlernen können und schon gar keine Step-Angriffe. Aber hey Leute, immerhin bin ich das Sichlor losgeworden unter Level 20. Die große Frage war jetzt nur, wie krass ich leveln muss, um auch noch den Rivalen aufzuhalten. Weil der hat nicht nur einen Geist vorne in seinem Team, der hat jetzt auch einige Lava, was mich sehr effektiv angreifen kann.
Das Gute ist, Yanma kann bereits seit Level 1 die Attacke Gesichte und wenn ich die nutzen sollte, kann ich Geister angreifen. Das hat Game Freak wahrscheinlich deswegen gemacht, weil Yanma logischerweise praktisch nur Normalattacken lernen wird für einen sehr großen Teil des Runs. Es ist aber trotzdem nicht gerade gut, weil es natürlich die Runde verschwendet und das gibt Nebulak Zeit, hier eventuell Hypnose einzusetzen oder auch Schlecker, um mich zu paralysieren. Und selbst wenn ich hier keine Hypnose und keine Paralyse abbekommen sollte, habe ich natürlich danach trotzdem große Probleme, an Igel Lava noch vorbeizukommen, weil das wird Glutspam und das ist eine sehr effektive Feuerattacke. Die wird mich zwar natürlich nicht one-shotten, weil Glut nur eine Basisstärke hat von 40, aber die macht trotzdem einiges an Damage. Und nach dem Igel Lava kommt auch noch ein Zubat, was mich beispielsweise angreifen kann über Biss, um mich noch weiter fortzubelasten. Das heißt, der gesamte Kampf hier, der war verdammt knapp. Und man kann ihn auch ohne Probleme verlieren, wenn man beispielsweise mal gecrittet werden sollte. Aber hey, ich konnte zumindest ganz Azalea City durchspielen, ohne massiv hochzuleveln. Und ich denke, das ist schon einiges wert. Die nächste Arena allerdings, die wird jetzt ein großes Problem sein, weil jetzt kommt leider Bianca. Das Gute ist, man kann sich jetzt in der Zwischenzeit im Steineichenwald bei einem Attackenlehrer Kopfnuss holen und das kann Yanma mal lernen. Das ist doch ein bisschen stärker als Sternschauer und es kann stellenweise die Gegner flinchen lassen. Das Miltank von Bianca allerdings wird mich outspeeden, obwohl ich so einen guten Init-Stat habe, und mich komplett zerstören über Walzer. Ich meine, das ist ja bekannt dafür, unglaublich mächtig zu sein. Das heißt, für Yanma sah es hier überhaupt gar nicht gut aus. Ich bin hier zunächst mal angetreten auf Level 20, um herauszufinden, wie überhaupt meine Schadensranges aussehen. Und mir ist schnell aufgefallen, dass Kopfnuss hier gar nicht unbedingt die beste Wahl ist. Weil mein Yanma hatte mittlerweile auch die Attacke Ultraschall und die macht immer genau 20 Fix-Schaden. Und das ist gegen Miltank beispielsweise wesentlich effektiver. Es macht also auch keinen Sinn beispielsweise jetzt schon Return zu holen aus dem Einkaufszentrum, weil die Attacke wäre auch schlechter als Ultraschall, selbst mit maximaler Freundschaft, die man noch mühsam auf der Overworld grinden müsste. Und ja, wenn dieses Miltank hier nach dem Pipi dazu kommt, Walzer einzusetzen, der wird Yanma logischerweise auf Level 20 komplett pulverisiert und dafür braucht Miltank hier noch nicht mal eine Walzer-Chain. Von der will ich erst gar nicht anfangen zu reden, gegen das hätte Yanma absolut gar keine Chance, der wäre ich natürlich sofort One-Hit. Jetzt muss man natürlich an der Stelle dazu erwähnen, dass es möglich ist, in derselben Stadt sich das Item Flinkklaue zu holen, mit dem man stellenweise Pokémon outspeeden kann, wie man eigentlich zu langsam wäre, wie halt beispielsweise dieses Miltank. Ich würde aber in dieser Situation hier nicht empfehlen, auf die Flinkklaue großartig zu grinden, weil das die Sache echt nicht wert ist. Ganz ehrlich, Freunde, geht hier auf Level 25, alles andere ist reiner Selbstmord. Klar, man könnte hier stellenweise über die Flinkklaue dann Kopfnuss das Miltank auch auf Level 20 bereits flinchen lassen, das wäre aber lächerlich unkonstant. Ein Flinkklauen-Proc sind nur 20% und ein Kopfnuss-Flinch nur 30%. Und auf Level 20 würde die Attacke auch wie gesagt praktisch gar keinen Schaden machen, das habt ihr ja gerade gesehen. Und das Miltank kann sich auch stellenweise gegenheilen über Milchgetränk. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich wusste also, ich muss hier auf Level 25 gehen, um auch nur ansatzweise Fuß zu fassen. Und ab dann kann Yanma hier Miltank auch ohne die Flinkklaue outspeeden und über Kopfnuss dann sinnvoller Flinches grinden, was dann manchmal zum Sieg führen kann. Und dadurch, dass Bianca hier auch nur zwei Pokémon besitzt, ist das Ganze jetzt nicht so lächerlich unfair. Man kommt da halbwegs klar. Es ist aber schon wirklich bitter, in der zweiten Generation eine dermaßen große Gesteinsschwäche zu haben, weil das Miltank von Bianca ist einfach weltbekannt und das aus gutem Grund. Das Matchup hier hätte nicht viel grausamer sein können. Wo wir aber jetzt schon über schlechte Matchups reden, lass uns doch mal über Jens sprechen. Das ist der Geisterarena-Leiter, der jetzt direkt danach kommt und der hat 4 Geist-Pokémon, die ich nur angreifen kann, wenn ich Gesichte nutze. Das bedeutet, ich muss bei diesem Orden hier insgesamt 4 Runden wasten, um überhaupt gewinnen zu können, eventuell. Das ist keine gute Verhandlungsbasis für einen Orden, aber okay, ich wollte das Ganze jetzt versuchen. Man kann natürlich theoretisch hier dem Yanma einfach eine Minzbeere geben, um einmal Schlaf zu kurieren. Und damit wird dieser Fight hier deutlich möglicher, weil ich dann einmal immun bin gegen Hypnose. Das heißt aber noch lange nicht, dass er Yanma konstant gewinnen kann. Allein schon die ersten paar Pokémon von Jens können stellenweise Fluch einsetzen, was ein Instant-Lose ist. Aber selbst wenn das nicht passiert, ist dieses Matchup hier einfach nur grausam. Es reicht schon, dass die Alpollos hier beispielsweise Nachtnebel spammen, um mich maximal vorzubelasten. Weil das macht ungefähr 20 KP Fix-Schaden, basierend auf dem Level des Gegners, und es ist einfach zu viel. Und das Gengar von Jens, also sein Ace-Pokémon, hat sogar Spukball mit Step, was mich komplett in der Luft zerreißt, dagegen kann Yanma praktisch gar nichts tun. Ich hatte hier einige Versuche, wo ich relativ weit gekommen bin, ich habe aber ständig am Ende dann noch verloren.
Es ist unglaublich frustrierend und man kann nichts tun, weil man allein schon wegen den Gesichten unfassbar viel Zeit verschwendet. Und die Minzbeere, die ist auch oft sehr schnell verbraucht. Ich kann aber Gott sei Dank hier festhalten, dass ich irgendwann diesen einen Versuch hatte, wo der Kampf perfekt funktioniert hat. Hier hat Jens einfach Fluch nicht eingesetzt, was ziemlich gut war, weil so hatte ich kein Instant-Lose. Und tatsächlich haben die Pokémon von Jens hier die ganze Zeit probiert, mich einzuschläfern und ständig nicht geschafft. Dadurch wurde die Beere lange Zeit nicht verbraucht und ganz wichtig, Freunde, das Gengar hat nicht so exzessiv Spukball eingesetzt und mich dementsprechend nicht so maximal vorbelastet. Und dann war dieser Kampf hier natürlich gewinnbar. Es ist aber verdammt unwahrscheinlich gewesen und es war sehr, sehr gutes RNG. Ich denke, das ist so schwer replizierbar, ich war aber dankbar, den Orden mitnehmen zu können, weil mit nur Normalattacken gegen eine Geisterarena anzutreten, ist es nicht unbedingt das Spaßigste, was man sich vorstellen kann. Aber gerade halt die gute Init von Yanma, die hat hier einfach so ein bisschen gecarried. Und die Level 1 Attacke Gesichte, die ist natürlich ein großer Lebensretter. Was ich jetzt aber auch noch probieren wollte, war das Rivalen-Battle in Teak City. Das ist zwar komplett optional, aber ich wollte schauen, ob ich das gewinnen kann, ohne weiter hoch zu grinden. Und bei den meisten von Pokémon-Runs mache ich das ja auch, es sei denn, wir spielen im Pazifismus. Und ja, dieser Kampf hier, der ist tatsächlich gewinnbar. Ich meine, ich hatte mittlerweile ein relativ gutes Level und der Rivale hat ja auch nur einen Geist und zwar sein Apollo. Wenn das nicht Fluch drücken sollte, ist dieser Fight hier eigentlich relativ gut gewinnbar. Weil das Magnetilo beispielsweise vom Rivalen hat jetzt bei weitem kein allzu gutes Moveset und auch nicht Donnerblitz oder so random, was mich komplett zerstören würde und ist Igelava alleine wirklich nicht aufhalten, also der Schaden davon kann sich in Grenzen halten. Ich denke, dieser Fight hier ist ungefähr genauso schwierig gewesen wie der in Azalea City. Ich habe das Ganze ein paar Mal neu gestartet, bis ich nicht verflucht wurde und habe den Kampf dann auch gewonnen. Und das Zubat vom Rivalen hat sich auch noch nicht entwickelt, das bedeutet, er hat jetzt auch kein Golbat oder X-Bat oder so, was mich am Ende noch finishen könnte. Weil so ein einzelnes kleines Zubat hier, das wird einfach keinen großartigen Schaden raushauen. Das heißt, der Rivalenkampf in Teak City, der war deutlich einfacher als der Kampf gegen Jens. Das kann man ehrlich gesagt kaum vergleichen. Und danach kommt dann die Arena von Hartwig. Und das ist so ziemlich das genaue Gegenteil von Jens, weil der hat nur zwei Pokémon und dem seine Attacken kann ich vierfach resistieren, weil gegen Kampfattacken ist Yanma tatsächlich verdammt robust. Das heißt, ich wusste, dass die Hartwig nicht die größte Challenge sein wird und die größte Bedrohung ist eigentlich sein Quappo mit der Attacke Surfer. Sein Razzaf beispielsweise ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Es ist zwar mega traurig, dass ich hier keine Flugattacke habe, um Hartwig komplett zu zerstören, das ist aber auch nicht notwendig, weil ich über die Normalattacken relativ guten neutralen Schaden austeilen kann und ich kann ja auch meine Gegner hier ohne Probleme flinchen lassen, stellenweise über Kopfnuss. Und wenn dann irgendwann dieses Quappo reinkommt, wird das stellenweise Runden verschwenden über Hypnose oder es wird mit Surfer angreifen und mich damit halt einfach nicht one-shotten. Klar, es macht einiges an Schaden, aber es wird auch stellenweise dermaßen viele Runden verschwenden, dass es die Attacke nicht so sehr spammt, dass es wirklich gefährlich wird. Und wenn es dann noch ein paar Mal flinchen sollte, ist es häufig besiegt, bevor es wirklich gefährlich wird. Also die Arena von Hartwig war mal wieder, ehrlich gesagt, ziemlich einfach, das kann man nicht anders sagen, womit der leichteste Orden des gesamten Spiels. Das gilt aber ehrlich gesagt auch für die meisten Challenge Runs. Wo es aber jetzt natürlich wieder deutlich schwieriger wird, ist bei der Stahlarena von Jasmin. Weil die resistiert all meine Attacken und die hat zwei Magnetilos mit Donnerblitz und ein Stalos, was ich physisch jetzt brechen muss, was eigentlich praktisch nicht möglich ist. Und ja, Freunde, ich bin bereits zerschellt hier, bevor ich Stalos überhaupt zu Gesicht bekommen habe. Weil was zur Hölle soll ich gegen Magnetilos mit Donnerblitz tun? Wenn die mich damit angreifen sollten auf Level 33, bin ich fast One-Shot, während ich denen selber praktisch gar keinen Schaden drücken kann. Dieses Matchup hier könnte nicht unfairer sein und ich wusste, ich muss definitiv sofort zuerst zu Norbert gehen, ansonsten sehe ich hier gar kein Land. Und das Gute ist halt normalerweise an Norbert, dass es generell kein allzu starker Trainer ist und man kann vor ihm bei See des Zorns einige Rocket-Rüpel klatschen, die halt zur Rocket-Side-Story gehören. Und deswegen ist Norbert normalerweise eine gute Option, wenn man mal bei Jasmin nicht weiterkommen sollte. Mein Yanma allerdings hat logischerweise auch hier mal wieder Schwäche gegen gefährliche Eisattacken. Und deswegen konnte ich diesen Fight hier tatsächlich nicht gewinnen. Ich weiß, es klingt ein bisschen traurig, weil generell fast gar kein Challenge-Pokémon bei Norbert so wirklich hängt, aber Yanma hatte hier echte Probleme. Ich meine, ich muss zunächst mal ein Yurop und ein Yugong besiegen und die können sich stellenweise gegenheilen über Erholung. Aber selbst wenn sie das nicht tun sollten, können die immerhin sehr effektiv angreifen über Aurora-Strahl und es macht unfassbar viel Damage. Ich werde also für gewöhnlich immer krass vorgeschwächt ankommen bei Keifel und das ist das Ace-Pokémon von Norbert mit der Attacke Blizzard und die trifft hier ebenfalls sehr effektiv und kann mich selbst bei vollen KP praktisch one-shotten. Ich wusste also auf Level 37 habe ich hier ehrlich gesagt kaum eine Chance.
Um also den Kampf gegen Norbert halbwegs konstant gewinnen zu können, musste ich auf Level 43 gehen. Und das ist einfach nur ein Armutszeugnis. Ich hätte nicht erwartet, dass ein voll entwickeltes Pokémon in der zweiten Generation sich dermaßen schlecht anstellen kann. Und das Bittere ist halt, ich wusste, dass ich auf Level 43 nach wie vor nicht den Hauch einer Chance haben werde gegen Jasmin. Weil die ist ja nochmal wesentlich härter und wenn ich bei Norbert schon so sehr struggle, selbst auch auf Level 43, da brauche ich mich eigentlich bei Jasmin überhaupt gar nicht blicken zu lassen, weil wie zur Hölle soll ich der ihr Stalos besiegen? Aber okay, nachdem ich dann den Eisorden mitnehmen konnte, wollte ich Jasmin zumindest nochmal ausprobieren, damit ich sie hier einblenden kann in diesem Video. Und ja, auch das Keifel konnte ich jetzt auf Level 43 halbwegs konstant besiegen, zumal ich jetzt deutlich mehr Schaden ausgeteilt habe. Aber es kam so, wie es kommen musste, Level 43 hat hier überhaupt nicht geholfen. Ich hatte jetzt wirklich einige Level-Ups gemacht seit dem letzten Versuch gegen Jasmin, aber es hat kaum was geändert. Das erste Magnetilo konnte ich jetzt halbwegs konstant besiegen und auch das zweite hätte ich ab und zu mal hinbekommen. Der Haken ist aber, es kommt ja wie gesagt noch Stalos und dagegen habe ich einfach überhaupt gar kein Out. Wenn ich also irgendwie halbtot bei Stalos ankommen sollte, da kann ich einfach aufgeben, das kann nicht mehr funktionieren, weil das Ding einfach eine physische Wall ist, die man praktisch gar nicht brechen kann, selbst wenn man hier neutral angreifen würde, was mein Yanma ja nicht mal tun konnte. Um also endlich gegen Jasmin gewinnen zu können, musste ich insgesamt hochgehen bis auf Level 55. Ich bin an der Stelle fast doppelt so hoch gelevelt wie ihre Magnetilos, aber das war einfach notwendig. Und Überraschung, ich habe nach wie vor ihre Magnetilos nicht one-shotten können, außer über Crits. Es ist mega traurig, aber gut, über eine Antiparabeere kann man die Kills deutlich konstanter machen und manchmal crittet man halt auch wirklich. Und dann erreicht man das Stalos und auf Level 55 hat man auch eine relativ große Chance dagegen. Man kann das Ding nämlich verwirren über Superschall zu 50% und zu weiteren 50% würde es sich dann selbst verletzen. Man muss aber bedenken, wenn es denn mal treffen sollte, dann hat es Steinwurf, was mich vielfach effektiv aus dem Leben nehmen kann, selbst wenn ich noch 20 Level drüber bin. Es macht einfach nach wie vor unglaublich viel Schaden und das sogar, obwohl Stalos nicht dafür bekannt ist, einen mega guten physischen Angriff zu besitzen. Es ist ja eigentlich eher defensiv. Als ich dann aber auf Level 55 war und ein paar Mal Kreideschrei auf Stalos eingesetzt hatte, konnte ich zumindest genug Schaden machen, um es irgendwann mal zu besiegen, über reines RNG und sogar noch einen weiteren Crit. Und das Ding hat sich sogar noch gegengeheilt über einen Trank, also ich musste das praktisch zweimal besiegen. Es ist mega frustrierend, der Kampf gegen Jasmin, aber Yanma hat dagegen einfach kein vernünftiges Out. Weil auch Ultraschall beispielsweise wäre kein guter Move gewesen gegen Stalos, auch mit dem Fixschaden, weil 20 KP so spät im Spiel ein absoluter Witz sind. Die Attacke hätte kein bisschen geholfen. Aber hey, ich konnte jetzt zumindest den 7. Orden mitnehmen und Jasmin endlich hinter mir lassen. Es hat aber wirklich eine ganze Weile gedauert. Und auf Level 50 beispielsweise sahen die Versuche noch ziemlich katastrophal aus. Ich muss aber sagen, danach lief es erstmal für eine Weile ganz gut, weil ich jetzt logischerweise überlevelt war. Der Smogon-Trainer beispielsweise bei der Team Rocket Story hatte jetzt gar nichts mehr zu melden und auch der Rivale im Laufe der Rocket Story war jetzt dermaßen unterlevelt, dass er mir nichts tun konnte. Denn sein Tornupto beispielsweise kann ich ja neutral angreifen und deswegen war das hier wesentlich ungefährlicher als eben noch das Stalos. Also mit den beiden Kämpfen hier bin ich eigentlich prima klargekommen. Wo es aber dann wieder wesentlich schwieriger wurde, war bei der 8. Arena und das ist jetzt die Drachenarena von Sandra. Und eigentlich kann ich auch hier mal wieder neutral verdammt viel Schaden machen, es gibt aber ein Riesenproblem. Die Dragoniers von Sandra haben stellenweise sehr effektive Attacken gegen mein Yanma, wie gefühlt jeder Bossgegner in diesem Spiel, und die können mich leider auch paralysieren, um mich halt komplett zu zerstören. Ich bin jetzt zunächst mal angetreten, kurz vor Level 60, und es ist einfach mega unwahrscheinlich, die Paralyse zu dodgen, selbst wenn man hier eine Antiparabeere trägt. Ich meine, irgendwann wird eine Paralyse durchkommen und da werde ich kontinuierlich sehr effektiv angegriffen und outspeedet von Donnerblitz und Icebeam. Ich werde also unweigerlich halbtot das Seedraking erreichen, im besten Fall, wenn nicht sogar bereits im roten Bereich, und da kann ich das ebenfalls outspeeden und mit Surfer einfach finishen. Das heißt, die meisten Versuche gegen Sandra, die haben gar nicht gut ausgesehen. Ich wusste aber, wenn ich die Paralyse dodgen kann, dann habe ich eine gute Chance. Und das ist dann letztendlich auch passiert. Es kann natürlich hier stellenweise geschehen, dass man die Dragoniers wegkrittet oder dass sie flinchen oder dass sie halt wirklich nur eine Donnerwelle treffen. Und wenn das passieren sollte, da kann ich alle Dragoniers stellenweise besiegen, ohne Schaden zu nehmen, und dann kann ich den Seedraking outspeeden, ohne Paralyse und neutral ein faires Battle dagegen führen. Und wenn ich natürlich hier 20 Level drüber bin und nicht vorgeschwächt bin, er wird Yanma dieses Seedraking auch besiegen können, weil zumindest das kein Icebeam spielt. Und dann ist der Orden hier durchaus schaffbar.
Es ist aber schon wirklich schade, dass Yanma hier immer noch gestruggelt hat. Ich meine, nicht mal 20 Level über ihrem Ace und das Ganze hier war trotzdem bei weitem kein First Try. Ziemlich schlimmer Run, würde ich sagen, aber gut, Yanma hat ja auch wirklich ein grausames Moveset. Bevor ich jetzt aber final antreten konnte bei der Pokémon Liga, musste ich auch nochmal gewinnen gegen meinen Rivalen, der jetzt auch wieder deutlich stärker geworden ist. Und er ist jetzt wesentlich gefährlicher als auch zuvor in der Rocket Story, weswegen ich ihn wieder durchsprechen werde. Sein Sneasel ist mir tatsächlich relativ egal. Das kann mich stellenweise ein bisschen vorbelasten, aber das wird sich normalerweise in Grenzen halten. Wo es aber dann nervig wird, ist bei seinem Golbat, weil das kann mich stellenweise verwirren, was diesen Fight hier relativ unkonstant macht. Und danach kommt dann Magneton, was mich paralysieren möchte. Und ja, dagegen kann man wieder eine Anti-Parabeere tragen, wenn man das aber tun sollte, kann man logischerweise keinen Platz mehr für irgendwelche anderen Items. Und sein viertes Pokémon ist dann wieder sein Feuerstarter, der logischerweise mittlerweile voll entwickelt ist, und so ein Tornupto mit Flammenrad tut schon wirklich, wirklich weh. Ich konnte es hier zwar two-shotten, weil ich natürlich überlevelt war, aber einiges an Schaden habe ich trotzdem gefressen. Und dann gibt es auch noch ein Alpollo, wo ich erstmal wieder Gesichter einsetzen muss, weil ich nach wie vor nur Normalattacken besitze und das Ding kann mich verfluchen. Ich habe es aber dann Gott sei Dank noch geschafft, Alpollo und auch Kadabra zu besiegen, zumal Kadabra hier physisch nichts aushält. Ich konnte also den Rivalen besiegen, aber das Ganze hier war knapper, als es mir lieb ist. Und ich muss ja jetzt auch noch die gesamte Liga schaffen und dann auch noch das Postgame. Ich denke, ich muss an der Stelle nicht dazu sagen, dass ich, was die Liga angeht, ziemlich skeptisch war, aber ich wollte jetzt natürlich das Maximale rausholen und ich bin zunächst mal angetreten auf Level 62 im vollen Bewusstsein darüber, dass ich vermutlich so nicht Siegfried besiegen kann. Aber hey, ich wollte gucken, wie weit ich komme und ich habe es einfach mal probiert. Leider ist aber direkt der erste Top 4 Trainer ziemlich nervig, weil das ist jetzt der gute Willi. Und das ist ein Psychotrainer, von dem ich praktisch kein Pokémon one-shotten kann, außer sein Rossana, weil das physisch gar nichts aushält. Ich muss also damit rechnen, dass mich seine Pokémon angreifen können, wenn ich sie nicht wegritte oder wenn sie nicht flinchen. Und so eine Psychokinese beispielsweise von einem Xatu oder auch von einem Kokowai, die können verdammt wehtun. Und was die auch stellenweise einsetzen können, ist Konfusstrahl. Und wenn ich hier verwirrt sein sollte, ist der Kampf unglaublich unkonstant. Natürlich ist es möglich, hier den Kampf zu gewinnen, wenn man einfach einige Flinches bekommt oder Crits, was in diesem Fall hier auch eingetreten ist. Man muss aber bedenken, auch wenn man die ersten 4 Kills hier ohne Probleme hinbekommt, mit gutem RNG, muss man immer noch das Lamus besiegen. Und das ist bekannt dafür, unglaublich viel auszuhalten und es kann sogar Fluch spammen, um tatsächlich seine physische Verteidigung weiter zu erhöhen und dann ist es kaum noch brechbar, außer über Crits. Und ja, selbst bei meinem guten Versuch hier, wo ich Willi besiegen konnte, wäre ich bei Lamus fast noch gescheitert. Und ich bin da wirklich mit sehr, sehr vielen KP angekommen. Es ist ein ziemlich bitterer Fight, es war aber möglich, zumindest das erste Top 4-Mitglied zu besiegen, ohne weiter zu leveln, was mich gefreut hat, weil das hatte ich Yanma an diesem Punkt hier gar nicht mehr so richtig zugetraut. Ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, Freunde, der nächste Kampf ist sogar noch nerviger gewesen. Weil der findet jetzt statt gegen Koga und das ist ein Gifttrainer mit Toxin und so Attacken wie Doppelteam oder Komprimator. Auf einigen seiner Pokémon. Und wenn er hier massiv seinen Fluchtwert erhöhen sollte, auf dem Pokémon, was ich nicht one-shotten kann, dann kann es hier manchmal passieren, dass Yanma praktisch gar nicht mehr zum Zug kommt. Es ist aber nicht mal das einzige Problem. Wenn ich hier beispielsweise toxiniert werden sollte, mehrfach an meiner Beere vorbei, da kommt später im Kampf noch Forstelka. Und selbst wenn ich bis dahin alles gut getroffen haben sollte, werde ich dort dann logischerweise zerschellen, weil das leider ein Stahl-Pokémon ist. Ich werde also für den Kill von Forstelka eine ganze Weile brauchen und wenn ich hier vergiftet sein sollte, zerschelle ich dann ein Forstelka, bevor ich das klein kriege. Es ist ein wirklich anstrengender Fight, es ist aber möglich hier im 60er Bereich gegen Koga zu gewinnen, wenn man sehr sehr gutes RNG hat und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch einen Crit landet. Aber selbst bei meinem finalen Versuch hier, wo ich tatsächlich gewinnen konnte, habe ich das nur geschafft im sehr sehr tiefen roten Bereich und ein Slymog konnte mich fast noch finishen. Es ist durchaus ein ziemlich anstrengender Kampf gewesen, aber das hier hat Yanma noch hinbekommen, ohne dass ich direkt hochgehen musste in den 70er Bereich. Und ich würde sagen, das ist zumindest ein kleines Achievement für ein dermaßen schlechtes Pokémon. Jetzt kommen wir aber auch schon zum traurigsten Kampf im gesamten Run, und zwar der Kampf gegen Bruno. Weil das ist der Kampf-Top 4 und normalerweise kann ich Kampfattacken ja ohne Probleme vierfach resistieren und die sollten für Yanma kein Thema sein. Er spielt aber leider auch ein Onix und das ist halt ein Gesteins-Pokémon, gegen das ich einfach kein vernünftiges Out hatte zunächst. Und deswegen konnte mich das mit Gesteinsattacken in kürzester Zeit besiegen und ich habe erstmal für eine Weile nicht wirklich eine Chance gesehen. Was ich aber jetzt an der Stelle mittlerweile lernen konnte, war die Attacke Solarstrahl über eine TM.
Und das ist extrem hilfreich, weil damit kann ich Onyx one-shotten. Das ist ja ein sehr, sehr guter Pflanzenangriff, der hier vierfach effektiv trifft. Aber leider muss die Attacke eine Runde aufladen. Ich gebe also Onyx die Zeit, einmal anzugreifen und ich muss beten, dass er in dieser Runde Steinhagel misst oder dass er Sandsturm einsetzt. Wenn aber wirklich Sandsturm kommen sollte, dann bekomme ich logischerweise zwischen den Runden ab dann eine ganze Menge Damage, der sich früher oder später sehr, sehr heftig summieren wird. Und es kommt dann auch noch später ein Mahomai mit Steinhagel, was ich ebenfalls nicht one-hitten kann. Und ja, wenn das einmal treffen sollte, bin ich one-hit, selbst mit vollen KP, was ich hier noch nicht mal hatte. Ihr merkt also, um Bruno konstant besiegen zu können, musste ich ein ganzes Stückchen nach oben gehen und ich habe mich dann sogar für Level 75 entschieden, weil ich wusste, spätestens bei Siegfried werde ich so ein Level hier sowieso brauchen. Weil gegen den kann Janma praktisch gar nichts tun, das war mir klar. Aber gut, zu dem kommen wir später. Auf Level 75 habe ich Bruno dann besiegen können, es war aber nach wie vor nicht allzu leicht und der Schaden hat sich immer noch in Grenzen gehalten. Es ist einfach traurig, wie wenig Damage Janma macht, aber mit den Attacken, die es halt zur Verfügung hat, ist es auch kein Wunder. Kopfnuss auf einem Käferflug-Pokémon ist alles andere als optimal und ich kann ja nicht mal mit den physischen Angriffen den guten Angriffswert von Janma nutzen. Das macht das Ganze noch trauriger. Ich wüsste generell mal gerne, warum Janma hier einen besseren Spezialangriff hat als physischen. Er gibt überhaupt gar keinen Sinn, aber gut, das gesamte Pokémon-Design von Janma ist in der zweiten Generation auf allen Ebenen mehr als fragwürdig. Auf Level 75 konnte ich Bruno aber zumindest besiegen. Bevor ich jetzt aber endlich mal gegen Siegfried antreten konnte, musste ich auch noch gewinnen gegen Melanie und das ist die Undichttrainerin. Und die ist ziemlich gimmicky. Die hat nämlich zunächst mal einen Achtara mit Konfusstrahl und Sandwirbel, was den Fight hier zwangsläufig ziemlich unkonstant macht. Es geht aber noch weiter. Die spielt auch ein Hundemon mit Flammenwurf. Wenn das treffen sollte, ist Janma sofort Asche. Das kann ich mir nicht erlauben und ich muss beten, dass das Ding entweder weggekrittet wird oder dass ich es flinchen lasse. Und die Überraschung, Freunde, sie spielt auch einen Gengar mit den Attacken Fluch und Abgangswund. Wenn ich da reinlaufe, und das ist sehr leicht möglich, weil ich muss ja erstmal Gesichter setupen, dann bin ich einfach tot. Und Solarstrahl beispielsweise wäre gegen Gengar natürlich auch ziemlich nutzlos, weil das Ding eiskalt resistieren würde. Und selbst wenn ich diese drei Kills hinbekomme, kommen danach auch noch Kamurks und Giflor. Das heißt, dieser Kampf hier war auch auf Level 75 alles andere als konstant. Und das, obwohl ich 30 Level drüber war. Viel mehr überleveln ist gar nicht möglich, weil bald habe ich Level 100 erreicht. Aber gut, immerhin war Melanie jetzt schaffbar und ich konnte mich jetzt auf den Weg machen zu Siegfried, dem Champ der Johto-Region. Und ich muss echt sagen, Siegfried ist hier ein sehr, sehr großer Angstgegner. Ich meine, der hat nicht nur drei Dragorans, er hat auch einen Garados sowie einen Aerodactyl, was mich vierfach effektiv angreifen kann, und einen Glurak. Schlimmer könnte es eigentlich gar nicht sein und das alles mit Janma zu besiegen, ist ziemlich unrealistisch, das war mir an der Stelle klar. Aber ich wollte es zumindest versuchen auf diesem Level hier, auch wenn es nicht leicht wird. Ich werde euch hier mal einblenden, wie einige meiner guten Versuche gelaufen sind, wo ich zumindest einige Kills hinbekommen habe. Es war aber leider extrem unkonstant. Das Problem ist einfach, selbst die Dragorans, die ja zunächst mal relativ unscheinbar wirken, haben sehr effektive Outs gegen Janma. Einige davon haben Donner oder Blizzard oder Feuersturm und du kannst nicht wirklich was dagegen machen, wenn die das spammen wollen. Du musst also beten, dass die permanent flinchen, über halt einfach Kopfnuss und das wird nicht immer passieren. Man kann natürlich hier noch einen Kingstein tragen, was das Ganze etwas konstanter macht, aber so viel besser ist es damit auch nicht. Und früher oder später wird man dann Aerodactyl erreichen, was einen über Gesteinsattacken fast one-shottet. Selbst auf Level 75 noch, ungefähr 30 Level drüber. Denn vierfach effektive Attacken von vollentwickelten Pokémon kann Janma einfach nicht konstant tanken. Das kann ja gar nicht funktionieren. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, Freunde, ich hatte tatsächlich irgendwann diesen einen Versuch, wo dieser Fight tatsächlich funktioniert hat. Das war absolut lächerliches RNG und es ist auch erst passiert nach einigen Stunden des Grindings, aber ja, Freunde, es hat sogar im Livestream funktioniert. Ich hatte irgendwann einfach diesen einen Try, wo er mich nicht getroffen hat, der gute Siegfried. Und gegen Aerodactyl habe ich hier sogar Solarstrahl verwendet, um das Ding safe in zwei Runden zu besiegen, weil ich wusste, einen Steinhagel kann ich zumindest tanken, wenn ich volle KP haben sollte. Das war aber natürlich mega risky, weil danach kommt noch Glurak und ein weiteres Dragoran und die musste ich ja dann auch noch hinbekommen. Es hat aber wieder erwarten trotzdem funktioniert und ich konnte Siegfried hier besiegen auf Level 75, also auf Level 75 habe ich den Kampf betreten. Und das ist eigentlich schon absurd, wenn man bedenkt, wie schwer Janma bei diesem Run hier vorangekommen ist. Aber bei Siegfried hatte ich wirklich unglaublich gutes RNG, ich denke ansonsten hätte ich hier ein wesentlich höheres Level gebraucht, wenn ich diesen Run nicht gehabt hätte.
Ihr wisst allerdings Bescheid, Freunde, das war's doch nicht so ganz. Ich konnte zwar beweisen, dass Yanma durchaus imstande ist, Siegfried zu besiegen und das sogar weit unter Level 100, wenn man sehr gutes RNG hat, es kommt aber auch noch ganz Kanto, Blau-Eich und Trainer Rot auf uns zu. Ich werde natürlich auch heute mal wieder nicht so wirklich auf die Kanto-Arena-Leiter eingehen, weil die nicht so stark sind, aber der letzte davon, also Blau-Eich und Trainer Rot, die sind definitiv erwähnenswert und das sind womit die schwierigsten Bosskämpfe des gesamten Spiels und dafür die Levelkurve auch noch ein bisschen mehr eskalieren. Und wie das Ganze gelaufen ist, werde ich jetzt erläutern, das sind echt harte Gegner. Bevor man jetzt aber sofort reinrennt in den Kampf gegen Blau-Eich, nachdem man die anderen Kanto-Arena-Leiter besiegt hat, würde ich definitiv empfehlen, vorher noch die Überreste aufzuheben, weil Yanma damit wesentlich besser stallen kann und das ist schon ein gigantisches Upgrade. Tja, und damit bin ich dann angetreten gegen Blau-Eich, einen der stärksten Trainer des gesamten Spiels, der hat 6 Pokémon, ausgewogene Typen und sogar unter anderem einen Rizeros. Was tatsächlich ein ziemlicher Angstgegner ist, allerdings hatte ich dagegen einen kleinen Plan. Sein Tauboss ist logischerweise relativ egal, weil das kann mich zwar sehr effektiv angreifen, ich kann das aber zumindest neutral rausnehmen und eigentlich sollte das keine Riesenbedrohung sein. Und wenn er dann Rizeros einwechseln sollte, um mich zu one-shotten, kann ich eiskalt Gigasauger einsetzen, weil ich das von Erika bekommen hatte. Und diese Attacke kann Rizeros hier überraschend one-shotten, um mich wieder voll heilen. Und wenn dann Arcani reinkommt, um mich niederzubrennen, kann ich gegen das Ding einfach Kopfnuss spammen und beten, dass es manchmal flincht. Und einen Flammenwurf kann Yanma sogar tanken, während es sich permanent gegenheilt über die Überreste. Das heißt, auch mit Arcani bin ich eigentlich hier relativ gut klargekommen. Und die einzigen Pokémon, die dann auch fehlen, sind Gyarados, Kokobai und Simsala. Und die haben alle drei kein sehr effektives Out mehr gegen mein Yanma, während ich selber neutral für sehr, sehr guten Schaden angreifen kann. Das heißt, dieser Fight hier, der war tatsächlich gewinnbar. Und wenn man tatsächlich sein letztes Pokémon, also sein Simsala, erreichen kann, nachdem man eine Weile für Kokoball gebraucht hat, weil das macht ihr stellenweise Leech Seed, dann kann man Simsala sogar one-shotten, weil es ja bekannt dafür ist, keine wirkliche physische Verteidigung zu besitzen und ich kann es ja sogar outspeeden, weil Yanma ein dermaßen schnelles Pokémon ist. Das heißt, der gesamte Fight gegen Blau-Eich ist relativ gut machbar. Ich war aber wirklich dankbar für Gigasauger. Weil ohne die Attacke wäre das Ganze hier wesentlich härter gewesen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Dass aber natürlich der Kampf gegen Trainer Rot nicht ganz so einfach wird, ich denke, da brauchen wir nicht drüber zu reden, oder? Der Pokémon im Level 70er Bereich und sein Pikachu ist sogar Level 81. Der ist also von der Schwierigkeit her doch mal auf einem ganz anderen Level und erreicht mir so eine simple Attacke wie Gigasauger leider nicht mehr so ganz. Klar ist es möglich, hier Pikachu zu besiegen, wenn man relativ gutes RNG hat, weil es einfach keine mega gute Verteidigung besitzt, also damit kommt Yanma noch relativ gut klar. Nachdem man aber Pikachu besiegt hat, was einen stellenweise sogar über Charme noch schwächen kann, kommt Glurak rein. Was man bei weitem nicht one-shotten kann, auch nicht mit Crit, und ich bin leider tot nach einem Flammenwurf. Das Ding pulverisiert mich einfach, und ich wusste, ich muss eine ganze Menge mehr leveln, wenn ich hier auch nur ansatzweise eine Chance haben möchte. Als ich dann aber Level 90 erreicht hatte, hatte ich folgenden Run. Ich war jetzt imstande dazu, Pikachu einfach zu one-shotten über Return, weil mein Schaden jetzt ausgereicht hat und deswegen war Charme nicht mehr relevant. Und als dann Glurak reinkam, ist mir aufgefallen, dass ich das reshotten kann über 2x Kopfnuss und 1x Return. Das war zwar nur Range, also das Ganze war nicht unglaublich konstant, es war aber manchmal machbar, wenn der Glurak einmal geflincht ist, weil einen Flammenwurf konnte ich überleben. Und als dann Turtok reinkam, um Blizzard gegen mich zu spammen, konnte ich da Gigasauger verwenden, um mich wieder gegen zu healen. Natürlich, wenn Blizzard hier trifft, ist man tot, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber die Attacke, die kann halt zu 30% missen und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und ich konnte Turtok hier mit Range two-shotten über Gigasauger. Und dann ging es weiter mit Relaxo. Und das Ding verschwendet hier stellenweise Zeit mit Amnesie, weswegen ich Zeit habe, Kreideschrei einzusetzen und die Verteidigung von Relaxo hier zweimal zu senken. Und da kann ich nach einem Body Slam von Relaxo, der mich hoffentlich nicht paralysiert, das Ding einfach so one-shotten über Return. Der Schaden hat hier tatsächlich ausgereicht. Und dann ist dieser Fight hier eigentlich fast schon gelaufen. Ich meine, alles, was Trainer Rot da noch tun kann, ist an Visafloor einzuwechseln, was ich halt vielfach resistieren kann, also das Pokémon ist mir relativ egal und auch das kann ich wieder relativ gut outen, einfach so über Return und das letzte Pokémon ist dann Psyana. Und ganz ehrlich, Freunde, Psyana hat keine gute physische Verteidigung und über Psychokinese würde es mich nicht one-shotten können, sobald ich mich permanent gegenheile über die Überreste. Und ja, das macht ja auch manchmal Reflektor, aber selbst das wird dem Pokémon nicht helfen. Es war also tatsächlich möglich, Trainer Rot zu besiegen, mit sehr, sehr gutem RNG auf gerade mal Level 90, was mich ein bisschen überrascht hat.
Ich muss zusammenfassend wirklich sagen, der Run mit Yanma, der war eine besondere Erfahrung. Es war einer der schwersten Generation 2 Runs, die ich so kenne bisher, einfach deswegen, weil das Moveset praktisch unspielbar ist. Das Ding ist zwar eigentlich in der zweiten Generation ein voll entwickeltes Pokémon, es ist aber wesentlich schlechter als viele Pokémon, die noch Entwicklungen haben. Und das ist schon ein bisschen traurig. Ich denke, ich habe generell noch nie einen Run gehabt mit einem voll entwickelten Pokémon, was dermaßen grausam abgeschnitten hat. Ich meine ganz ehrlich, Freunde, praktisch gar keine Bosskämpfe im Spiel waren geschenkt. Ich hatte fast überall Probleme. Aber hey, ich konnte zumindest Trainer Rot besiegen auf Unterlevel 100 und ich würde mal behaupten, das ist zumindest ein kleines Achievement für Yanma und man muss ja fairerweise sagen, in späteren Generationen ist es auch wesentlich stärker und hat einen besseren Movepool. Was sich Game Freak aber bei diesem Spiel gedacht hat für Yanma, das werde ich niemals verstehen. Das ist absolut grausames Game Design und Yanma ist in jeder Hinsicht praktisch unspielbar gewesen. Aber gut, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne weitere Runs vorschlagen, die ich mal spielen soll, würde mich sehr freuen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ich streame auch regelmäßig live auf Twitch, von daher schaut mir dort auch gerne mal zu, weil dort erspiele ich diese Runs hier. Und lasst mir auch sehr gerne hier ein Abo da und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe definitiv schon einiges geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.